Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte heute gemeinsam mit euch kritische Nährstoffe besprechen, sie einmal aufzählen, zum einen, zum anderen, wie sich die jeweiligen Nährstoffmängel zeigen oder sichtbar werden und natürlich ganz wichtig, in welchen veganen Lebensmitteln diese Nährstoffe vorhanden sind. Ich versuche mich pro kritischen Nährstoff wirklich sehr kurz zu halten, damit dieses Video hier nicht irgendwie den Rahmen sprengt. Ich würde sagen, wir starten mit der Übersicht. Und zwar sind das folgende kritische Nährstoffe, auf die ihr unbedingt achten müsst. Wenn wir sie alle zusammenrechnen, dann haben wir insgesamt 9 kritische Nährstoffe. Und zwar sind das die Omega-3-Fettsäuren, aufgeteilt in DHA und EPA. Also die Abkürzung, die werde ich auch gleich noch kurz einmal mit ansprechen. Dann haben wir auf jeden Fall Vitamin B2 und Vitamin B12, das allbekannte. Dann haben wir Vitamin D, wir haben Calcium, wir haben Zink, wir haben Eisen, wir haben Jod und ein Nährstoff, den ihr vielleicht noch nie gehört habt, wenn ihr euch gerade anfangt, vegan zu ernähren. Dieser Nährstoff heißt Selen. Fangen wir jetzt einmal mit den Omega-3-Fettsäuren an. Die sind wirklich essentiell für den Körper. Ihr habt wahrscheinlich auch schon die Omega-6-Fettsäuren gehört. Und Omega-6-Fettsäuren gibt es ganz, ganz viel in verschiedenen Ölen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Omega-3-Fettsäuren in einem bestimmten Verhältnis aufgenommen werden als Balance zu den Omega-6-Fettsäuren. EPA ist eine Abkürzung und steht für Eicosapentaensäure und DHA ist Docosahexaensäure. Jetzt habe ich es endlich richtig ausgesprochen. Die stehen im Verhältnis zueinander und die Omega-3-Fettsäuren sind ganz wichtig für den inneren Mechanismus. Heißt also, die sind risikosenkend aktiv, damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. weniger vorkommen oder auch vorbeugen. Heißt also, dass die Gefäße im Körper sich etwas weiter öffnen und nicht zugehen und dementsprechend dann ganzen Blutgefäße etc. auch in jedem Fall weiter gut laufen können. Das ist so, damit das wirklich auch jeder versteht, ohne jetzt groß irgendwie Panik zu bekommen oder so. Also die Balance zwischen DHA und EPA sollte am besten 2:1 sein, das heißt 2 Teile DHA und 1 Teil EPA. Und wenn wir das Ganze jetzt in Zahlen nochmal darstellen, wäre zum Beispiel 250 Milligramm DHA und 125 Milligramm EPA. Kommen wir einmal zu den Omega-3-Fettsäurequellen, die man zu sich nehmen kann, damit ihr ordentlich auch Omega-3 aufnehmt. Wären zum Beispiel verschiedene Öle, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Leinöl, wir haben Walnussöl. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Leinsamen essen, zum Beispiel ins Frühstück oder so, oder halt Walnüsse. Rapsöl ist auch super gut, könnt ihr zum Beispiel ein bisschen zum Anbraten benutzen. Oder auch zum Beispiel Hanföl. Auch neuerdings im Trend irgendwie. Oder ihr nehmt zum Beispiel vegane Kapseln, Omega-3-Fettsäuren konzentriert drin sind und die bestehen meistens aus Algenöl und das ist auch ganz nice, weil natürlich so ihr das kompakt einmal am Tag auch nehmen könnt, also supplementieren geht auch in jedem Fall immer. Kommen wir jetzt einmal zu dem Vitamin B2. Vitamin B2 wird auch genannt Riboflavin, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und Riboflavin ist dafür zuständig, dass aus den Lebensmitteln Energie gewonnen werden kann und das wirklich auch adaptiert wird in den Körper und hat entgiftende Fähigkeiten für den Körper. Ja, ein paar leichte Mängel kann man sehen, wenn zum Beispiel Hautveränderungen da sind, leicht rötlich oder auch Entzündungen. Und gute Vitamin B2-Quellen an veganen Lebensmitteln sind zum Beispiel viele Arten von Nüssen, Haselnüsse zum Beispiel, dann haben wir Mandeln oder Pinienkerne, viele Ölsaaten, es gibt zum Beispiel Kürbiskerne, die benutze ich gerne auch mal zum Kochen zum Beispiel, in Pilzen, in Hülsenfrüchten, also B2 seht ihr schon, ist in vielen Sachen vertreten, die ihr sonst auch schon nehmt. Auf jeden Fall sollt ihr wissen, dass dieser Nährstoff auch ein kritischer Nährstoff sein kann. Kommen wir jetzt eigentlich zum bekanntesten Vitamin, was ja Veganer eigentlich zu sich nehmen sollen, und zwar ist es das Vitamin B12. Vitamin B12 wird auch Cobalamin genannt und ist wichtig für den Stoffwechsel
und für das ganze Nervensystem. Und ich möchte gerne einmal ja noch was klarstellen, was viele einfach auch nicht wissen, habe ich jetzt erst gerade wieder mitbekommen. Und zwar sagen ja viele, dass Fleisch und Fisch essentiell sind für Vitamin B12, weil darüber das Ganze auch zugeführt wird, dem menschlichen Körper. Das ist leider nicht so, das ist ein Mythos. Die Tiere, die Vitamin B12 im Körper haben und das dann verzehrt wird. Dieses Vitamin B12 wird den Tieren in der Tiernahrung auch zugeführt, also im Prinzip angereichert und supplementiert. Dadurch bekommen die Mischköstler dann ihr Vitamin B12. Heißt also, wir können einfach die Tiere Tiere sein lassen und supplementieren und führen das uns einfach auch direkt zu. So können wir einfach auch ein bisschen was fürs Tierwohl machen. Ja, viele wissen das nicht und das Problem ist, dass einige das auch vielleicht gar nicht wahrhaben wollen, aber es ist tatsächlich so, weil so Vitamin B12 können ganz wenig Lebewesen und Pflanzen selber herstellen und deswegen wird es halt oft angereichert und ja, das muss man wissen. Mangelerscheinungen sind unspezifische, zum Beispiel Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, also alles viel, was mit dem Kopf zu tun hat. Kommen wir jetzt zum nächsten Vitamin und zwar ist das Vitamin D. Vitamin D ist auch essentiell, gerade für die Funktionen im Calciumhaushalt. Das heißt, der wird reguliert im Körper. Vitamin D ist auch wichtig für die Calciumaufnahme aus den Lebensmitteln, vom Darm zum Beispiel. Ist natürlich auch wichtig für den Knochenaufbau und für das Immunsystem an sich. Die Aufnahme von Vitamin D, das hatte ich auch schon mal erklärt, eigentlich ganz einfach. Und zwar wird das Vitamin in der eigenen Haut eigentlich hergestellt über Sonnenstrahlen. Ich werde es gleich nochmal kurz vormachen. Die wichtigsten und größten Partien, die am besten Vitamin D aufnehmen können über die Sonne, sind einmal das ganze Gesicht. Dann haben wir die Arminnenflächen und die Hände. Und das sind so im Prinzip die wichtigsten Bereiche. Problem ist halt einfach nur, dass wir hier in den westlichen Ländern einfach grundsätzlich zu wenig Sonne haben. Und dementsprechend sollten wir Vitamin D auch am besten zusätzlich zuführen. Und nicht nur Menschen, die sich vegan ernähren, sollten darauf achten, sondern alle Menschen, also auch Mischköstler. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Kommen wir jetzt zum Nährstoff Eisen. Eisen ist auch super wichtig für den Körper, ist an vielen Stoffwechselreaktionen beteiligt und ist ganz wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Und gerade Eisen ist zum Beispiel auch sehr interessant für Frauen, wenn sie zum Beispiel ihre Menstruation haben, weil sie dann ja auch viel Blut verlieren etc. Da sollte man sich auf jeden Fall nochmal erkundigen und nachrecherchieren. Mangelsymptome wie zum Beispiel Erschöpfung, man hat Kopfschmerzen oder zum Beispiel auch in der Hautfarbe, also dass man sehr blasse Haut hat. Eisen als Quelle in veganen Lebensmitteln sind auch jegliche Art von Hülsenfrüchten, das ist ganz gut. Dann zum Beispiel alles, was mit Hafer zu tun hat. Da ist auch Eisen drin, natürlich Spinat, wobei bei Spinat nicht so viel drin ist, wie man eigentlich meint. Genau, in Kaffee ist Eisen drin zum Beispiel, in Tee auch. Verschiedene Grünblattsalate, ob Eisberg oder Romana, dann haben wir Feldsalat, also jegliche Art von grünem Blattsalat. Der nächste Nährstoff, das ist Jod. Jod ist ganz wichtig für jegliche Art von Schilddrüsenfunktionen oder auch generell den Grundumsatz im Körper, also wie der Körper verbrennt durch den Stoffwechsel, das ist ganz wichtig. Generell ist eine gute und solide Jodquelle auf jeden Fall das Jodsalz oder Speisesalz mit Jod angereichert. Nehme ich auch zum Beispiel, ich nehme Meersalz mit Jod angereichert. Ihr könnt natürlich auch so Meeresalgen nehmen oder irgendwie verarbeiten. Problem ist da halt nur, dass es meistens sehr teuer ist, weil es nicht in hohen Maßen hergestellt wird. Deswegen würde ich tatsächlich hier zum Salz, also Jodsalz greifen. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich mit zu einem bekanntesten Nährstoff und zwar ist das Calcium. Und Calcium wisst ihr wahrscheinlich auch, bekommt man ja immer als kleines Kind gesagt, Calcium ist wichtig für die Knochen. Das ist auch wirklich so, für den Knochenbau etc. Und für die Blutgerinnung ist es auch ganz wichtig. Eigentlich jeder Mensch sollte darauf achten, dass er genug Calcium zu sich nimmt, weil es in vielen Lebensmitteln
einfach in kleiner Menge vorhanden ist. Und man trinkt ja auch nicht irgendwie 5 Liter Milch am Tag oder so. Das wäre ja auch nicht so gut. Aber Calcium könnt ihr zum Beispiel in folgenden veganen Lebensmitteln finden. Gerade im Winter kann man zum Beispiel auch Grünkohl nehmen oder eigentlich das ganze Jahr über kann man Brokkoli essen, da ist auch Calcium drin. Dann gibt es auch in verschiedenen Nüssen, zum Beispiel in Mandeln, es gibt in Amaranth verschiedenen Hülsenfrüchten, wie zum Beispiel Kichererbsen oder zum Beispiel getrocknete Feigen. Aber somit die einfachste Calciumquelle, die man tatsächlich zu sich nehmen kann, was auch relativ schnell geht, ist Mineralwasser, was viel Calcium enthält. Da kann ich euch zum Beispiel empfehlen, Gerolsteiner. Ich mache jetzt minimal Werbung. Die haben relativ viel Calcium in ihrem Mineralwasser drin. Und da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr davon 1-2 Liter am Tag trinkt. Und natürlich auch ausgewogen dann euch vegan ernährt. Kommen wir jetzt zum Nährstoff Zink. Zink ist im Prinzip nach Eisen so ein bisschen einer der wichtigsten Bestandteile im Körper und ist unter anderem zuständig für die Entgiftung von Alkohol. Und außerdem ist Zink wichtig für die Balance im Hormonhaushalt. Und generell solltet ihr wissen, dass Zink in veganen Lebensmitteln, also rein pflanzlichen Lebensmitteln, eher weniger auftritt als in tierischen Produkten. Aber nichtsdestotrotz kann man trotzdem in einer genügenden Menge das Ganze auch aufnehmen über pflanzliche Lebensmittel. Haferflocken sind ganz gut, Paranüsse sind auch ganz interessant, Linsen, also verschiedene Hülsenfrüchte und zum Beispiel Vollkornweizen. Als alternative Lebensmittelquellen kann man zum Beispiel auch Roggen nehmen oder Hirse. Also findet man auf jeden Fall ein bisschen was. Außerdem sind wir ja in dem Zeitalter des Internets und da können wir dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter recherchieren. Kommen wir jetzt zum letzten Nährstoff. Wenn ihr aufgepasst habt, aufmerksam, dann kommen wir jetzt zum letzten und zwar ist das Selen. Und Selen kennen viele wahrscheinlich nicht, aber sie sind auch wichtig für die Entgiftung von zum Beispiel Schwermetallen oder so im Körper. Und Selen ist wichtig vor oxidativen Beschädigung im Körper, das heißt alles, was mit Gift zu tun hat, dafür sorgt Selen, dass es im besten Fall gar nicht auftritt oder halt schnell abgebaut wird als Entgiftungsprozess. Und ein schwerer Selenmangel kann aufweisen, zum Beispiel in den Fingernägeln, wenn da weiße Flecken drauf sind oder zunehmend dünnere und blasse Haare zum Beispiel. Paranüsse sind ganz, ganz wichtig, kommen ja nicht unmittelbar aus Deutschland, sondern die kommen aus Südamerika, haben einen etwas längeren Weg hinter sich. Aber es gibt nicht so viele eigenständige Selenquellen. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie selenhaltig der Nährboden ist, wo die Lebensmittel wachsen. Bei Paranüssen muss man auch immer aufpassen, weil Paranüsse sind verschieden groß und je nachdem, wie und wo sie geerntet wurden, haben sie auch nicht immer den gleichen Wert in einer Paranuss. Da könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen schlau machen im Internet. Aber das ist so im Prinzip das Lebensmittel, was immer geht. Ich nehme das immer zum Frühstück zum Beispiel oder könnt ihr auch so mal reinbeißen. Wichtig aber zu wissen ist, dass ihr nicht unbedingt viele Paranüsse essen solltet, also maximal 1 oder 2, je nachdem welches Geschlecht ihr habt, gerade was Selen betrifft. Ansonsten kann man das Ganze auch supplementieren, da das ein sehr kritischer Nährstoff ist und auch nicht in großen Maßen hergestellt, kann es sein, dass das ein bisschen teurer wird. Aber das sind so im Prinzip die neuen kritischen Nährstoffe, die ihr wissen müsst. Ich habe noch 2 coole Videos für euch. Eins davon, das verlinke ich euch gleich in der Abspannkarte, habe ich vegane Basic-Lebensmittel. Die könnt ihr euch mal angucken. Und ich habe schon vor einiger Zeit ein Video gemacht. Das war einer meiner ersten Videos. 10 Gründe, warum ihr vegan esst. Wenn das Video einen Mehrwert hatte für euch, dann lasst mir gerne ein Like da, ein Abo da. Da freue ich mich riesig drüber. Kostet euch keinen Cent, für mich aber ein riesen Mehrwert. Ich habe viel mit euch vor dieses Jahr. Ich melde mich ab. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bleibt gesund, macht's gut und bis dann. Ciao.